So, ihr Lieben, uns erwartet ein Spinnnetz. Das hier sieht aus, als ob hier ein W ist und das sieht aus, als ob hier ein H ist. Mal gucken. Dezember. Haben die eigentlich mal was gegessen? Ach ja, diese komischen Minzeier, ne? Die Minzschokolade. Die Tür öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Treppe, die zu einem unterirdischen Geheimgang führt, frei. Gemeinsam steigt ihr die Stufen hinab und folgt dem gewundenen Tunnel. Schließlich steigt ihr am anderen Ende wieder an die Oberfläche und befindet euch jetzt an einem völlig anderen Ort des Waldes. Das Licht ist schummrig. Hier riecht es unangenehm modrig und zwischen den Bäumen sind riesige Spinnweben gespannt. Oh nein, beklagt sich Aurora, dem Drachen sind wir zwar entwischt, man weiß ja gar nicht, ob da überhaupt ein Drache war, ja. Aber das hier ist auch nicht besser. Sie sieht sich aufgeregt um. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, sagt Sean besserwisserisch. Wir haben schon so viel gemeinsam geschafft. Wenn wir jetzt gut hinsehen, werden wir schon einen Ausweg finden. Auch dir ist mittlerweile klar geworden, dass es unmöglich ist, den Rückweg zu finden, ohne euch noch schlimmer zu verlaufen. Du nimmst all deinen Mut zusammen und suchst mit deinen Freunden nach einem Weg. So, gab's hier irgendwo Spinnweben noch? Als Ergänzung? Ich glaube, ich guck's bald nicht. So. Ich vermute fast, wir müssen jetzt diesmal nur mit dieser einen Seite klarkommen. Und vielleicht finde ich ja noch mehr Buchstaben. Ja. Gut, also wir hätten ein W, ein H. Ein A. Und ein R. Vielleicht ist es das schon. Wahr. Vielleicht im Sinne von Wahrheit. Und vielleicht gucken wir jetzt einfach die Rune für W. Wo waren die Runen? Die Rune für W ist dieses P. Können wir das P noch aufmachen? So viel gibt es nicht mehr, was wir aufmachen können. Da, wir machen jetzt einfach das P auf. So. Wir machen jetzt einfach. Das P ist schon auf. Scheiße. Verdammt. Gut, das ist es also nicht. Na gut, wir können ja uns erstmal einen hübschen Stift suchen. Oh, wo ist denn mein schöner Lieblingsstift? Der dicke rote. Der ist ja gar nicht hier. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, haben wir irgendwas anderes, was leuchtet? Ich hätte noch weiß. Ach, hier ist er. Falsch gelagert, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Hier haben wir ein wunderschönes W. Hier haben wir ein H. Hier haben wir ein R. Und hier haben wir ein A. So, noch. Das hier könnte noch ein Buchstabe sein. Ein Z? Z? Ja, der riecht aber nicht gut. Das ist nicht für dich. So.
Mit Z und W. ARZ. Das können Schwarzbären. Ich guck mal, was wir überhaupt. Ob wir hier Schwarz haben als Farbe. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Tatsache, wir haben Schwarze als Farbe. Dann wird es das sicherlich sein. Ich frage mich nur, wo ich jetzt, was fehlt mir noch? Ein S und ein C. Und es scheint ja die Reihenfolge zu sein. Also, Warz. Also müsste sich hier oben ein S und ein C verbergen und dann hätten wir Schwarz. Okay. Das ergibt mir auch Sinn. Sieht übrigens sehr hübsch aus mit dem Stift. Das heißt, hier oben müssen wir irgendwo ein S und ein C haben. Das könnte ein S sein. Aber mit ganz viel Fantasie. Und nur wenn man weiß, dass man es sucht. Also hier oben hätte ich nicht gedacht, dass das hier ein S sein soll. Und dann ist das hier wahrscheinlich das C. Hätte ich nicht als C erkannt. So, wenn ich die andere, also das W, das war halt, die zwei sind mir als erstes ins Auge gesprungen. Die sind sehr deutlich. Und dann kann man sich das herleiten, denke ich mir. Aber ansonsten das S und das C, denke ich nicht, dass das zu finden ist. Aber gut, so, wir haben hier unten unser Schwarz und ich denke, das wird sicherlich dann auch heute unser Türchen sein. Ansonsten übrigens sehr niedlich. Also Spinnenrätsel finde ich immer gut. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt im Oktober, ganz am Anfang Oktober, also wir haben eigentlich noch nicht so richtig Oktober, aber auf jeden Fall drehe ich und bin ich halt voll in Spinnenstimmung. Ob ich im Dezember immer noch in Spinnenstimmung bin, weiß ich nicht. Aber gut, sind Harry Potter Kalender. In Band 2 gibt es sehr viele Spinnen. Gucken wir mal. 19. Dezember. Sehr gut. Haben wir geschafft. Haben wir gelöst. Und ich würde sagen, ich stürze mich jetzt gleich auf Türchen Nummer 19. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss.